Manche denken sich, Anime hatten wir doch gerade. Aber jetzt wird natürlich das große Geheimnis gelüftet, was denn die neue Serie bei MyVideo sein wird. Also ihr wisst, MyVideo stockt ständig an neuen Serien auf und da ist die Spannung groß, was denn jetzt als nächstes kommt. Und bevor ich jetzt einfach noch viel zu viel rumlaber, zeigen wir euch Folgendes. Ja, super. Der Chris ist übrigens wieder da. Genau, wie aus dem Nichts kam ich ja angeflogen. So ist es. Ja, also Sengoku Basara bzw. Samurai Kings, da können wir gespannt drauf sein, ne? Ja, also gerade hier auch nochmal in der Hinsicht ein Lob an MyVideo, dass sie wirklich ihr Programm im Gegensatz zu manch anderen Sendern erweitern, anstatt es zu kürzen. Und wie Mikiko auch schon gesagt hat, wirklich hier auch ein Anime, der zum ersten Mal wirklich komplett frisch lizenziert nur auf MyVideo läuft und da auch noch synchronisiert wird in Zukunft. Also schon ein guter Schritt in die richtige Richtung. Wir werden ein Auge drauf behalten. Ja, aber du bist jetzt nicht hier, um weiter da Anime irgendwas zu spoilern oder sowas, sondern eigentlich bist du hier, weil ich mir natürlich, wie schon angekündigt, ein Game aussuchen durfte, was ich jetzt anspielen darf. Man merkt vielleicht. Ja, ja, ich habe schon mitbekommen. Also ich bin totaler Zocker und deswegen kommen wir jetzt zum Game. Ja, Game. Kriege ich nie genug von. Ja, ich also. Schon letztes Mal. Ja, ich habe also mir ein Game ausgesucht, das nennt sich Bastion und ist eigentlich nicht ganz so bekannt. Vielleicht kennt ihr das, aber allgemein ist es jetzt nicht so ein Riesenkracher-Titel, den jeder kennt. Es ist auch nicht mehr ganz so neu, also es ist von 2011, gibt es auch auf verschiedenen Plattformen. Ich spiele es natürlich auf Steam, hey, ich bin nämlich PC-Gamer. Und ich habe also hier schon, lass mal gucken, was vorbereitet, lass mal schauen, genau. Ich glaube, ich muss ein neues Profil. Jetzt wird hier gezockt. Ich glaube, ich bin ja gleich ganz überflüssig. Naja, ich muss ja auch erzählen, worum es geht. Aber ich muss jetzt interessiert erst mich ja auch. Gucken. So, also du siehst hier schon den Screen, ist da super. Fangen wir doch einfach mal im Normalmodus an. Du-di-du. So, da erzählt gleich einer. Ich hoffe, ich kann gleichzeitig erklären. Leaving him stranded on a rock in the sky. He gets up. So. Sets off for the Bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. Genau, jetzt hat er zu Ende geredet, jetzt kann ich ein bisschen was sagen. Und zwar ist das halt, in Bastion geht es darum, dass die Welt zerstört wurde von einer Katastrophe. Und du bist halt dieser Kid, der aufwacht und im Grunde alles erkunden muss, so wie wir jetzt, ne, als Spieler. So, und das Geile ist, also ich finde das absolut geil, dass dieser Erzähler in so einem Western-Stil alles kommentiert. Hört sich nach einer Pfeifenraucher an. Ja, ne, also so richtig lässig cool, so, und ich liebe das. Und nach und nach findest du hier also Waffen und so. Und also die Welt baut sich jetzt auch Stück für Stück wieder auf. Genau.
die zerstörte Welt ist halt in wirklich kleine Teile geteilt und im Grunde Ziel des Spiels ist, dass du halt die Welt wieder, ja, mehr oder weniger zu, wieder Teile sammelst, dass es wieder zusammengefügt als, als Ganzes. Forced out from underground. Auf jeden Fall ein sehr schneller Spieleinstieg in der Hinsicht, also direkt der Hauptcharakter und direkt geht's zum Loslaufen. Genau. Fella got a piece of him though. So, also das Geile ist, ich mache jetzt einfach mal, ich hau jetzt alles kurz und klein und ihr werdet sehen, dass... Solange du es nicht auch im realen Leben machst. Kid just rages for a while. Ja, habt ihr das gesehen? Also der Erzähler passt sich deinen Aktionen an, was ich absolut geil finde. Also du fühlst dich wirklich so, als würdest du die Story spielen. Es ist ja im Grunde ein Hack'n'Slash RPG. Wobei RPG eher weniger, weil du einer einzigen Story folgst. Mhm. Aber durch dieses aktive Kommentieren des Sprechers fühlst du dich, als würdest du diese Story wirklich spielen, ne? Komplett als... Also sehr von den ganzen Aktionen abhängig. Genau, also das ändert, das passt sich halt an. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ich finde es voll cool, wie die ganzen Teile mal reingeflogen kommen. Ja, apropos Teile, also man muss dazu auch sagen, dass so ziemlich alles handgezeichnet ist von einer Zeichnerin namens Gen Z auf DeviantArt zum Beispiel. Also daher kenne ich die. Das ich habe die Artworks auch schon gesehen davon, ja. Ja. Ja, schon, das sieht man auch einfach an den ganzen Gegenständen. Das ist halt eben jetzt echt keine Klötzchen-Computergrafik. Ja. Nee, es ist also wirklich handgezeichnet und man sieht halt die Liebe zum Detail und es ist so richtig bunt und... Achso, hier muss ich noch gar nicht rein. Ups. Reden und spielen geht auch nicht. Zeichnen und spielen geht nicht. Reden und spielen geht nicht. Das finde ich doch schon die Fragen. Da dachte man, es geht besser. So. Okay. Wo muss ich denn jetzt lang? Das habe ich ganz vergessen. Eigentlich muss ich doch... Ach ne, hier. Falsch. Einfach weiter. Einfach weiter. Genau. Nee, hier geht's nicht weiter. Ey, kaputt. Ach, jetzt kann ich rein. Siehst du, ich musste dahin. Wusste ich's doch. Ja. Was so oft spielt, ist auch durcheinander, ne? Ich hab das jetzt etwa... Das ist mein dritter Durchlauf. Ja, also das Game an sich ist ziemlich kurz. Das muss ich schon vorweg sagen. Es ist ein kleines Game, ne? Mhm. Und dadurch ist es halt nicht... Also man darf da nicht erwarten, dass man hunderte von Stunden spielen muss. Bis man durchkommt. Recht günstig zu erwerben, ne? Es ist ziemlich, ja, ich glaube, es ist so 14,99 oder so. Und genau, jetzt kann ich mich verteidigen. Poink. Okay, also draufhauen kannst du mit allen Sachen. Ja, also du kriegst nachher auch andere Waffen, wo dann sich der Playstyle sich ändert. Ah, okay. Also du kannst zum Beispiel nachher eine Machete kriegen, mit der du viel schneller zuschlagen kannst, beispielsweise, was auch meine Lieblingswaffe ist. Whoops, das sind mir jetzt zu viele. Ich habe mein Special noch nicht. Du darfst doch jetzt noch nicht sterben. Die Leute. Ich weiß. Aber ich, also du kriegst nachher noch so Special Moves und die habe ich noch nicht. Ich bin gar nicht gewohnt, den Anfang wieder zu spielen. Also ich bin gewohnt, alles zu können. Okay, klar, wenn man die ganzen Waffen schon hatte und alles Mögliche. Ja, da ist man ziemlich einiges gewohnt. Aber, also wie gesagt, das ist echt super. Und man macht sich vielleicht Sorgen, dass es nach einer Weile langweilig wird. Weil man natürlich, man meint, so Hack'n'Slash, das wird nach einer Weile, das wiederholt sich, aber... Ah, oh Gott, nein! Okay, ich bin doch gestorben. Ich hab zu viel geredet, oh, ich hab nicht richtig hingeguckt. Ach so, was? Guck mal, geh direkt weiter da. Oh, okay, na gut, von mir. Peinlich. Ja, und über Steam kann man das auch mit mehreren Charakteren spielen oder immer nur alleine? Das ist nur alleine, aber es ist halt, wie gesagt, ein kleines Spielchen, was halt sehr schön, schön anzusehen ist. Hier zum Beispiel, jetzt lasse ich den Erzähler wieder was sagen. Oder? Sonst sagt er das nicht. Also ist auch nur, wenn du das dann machst. Ja. So, dann gehen wir mal zum Fenster hier. Ja, also ich finde, es wird auch nicht langweilig. Egal wie oft ich das spiele, es ist halt immer irgendwie... Das sieht echt ganz cool aus. Also ich mag wirklich halt eben gerade diese Welten, wie sie aufgebaut sind. Mhm. Also es ist auch sehr abwechslungsreich, wenn man dann andere Stages kriegt, also andere Levels. Ach so, ja, halt, jetzt muss ich überlegen. Okay, jetzt heißt es auch wieder angreifen und dann auch die Sachen kaputt hauen. Genau.
So, jetzt muss ich mal. Right back at you. Haha. So sieht's aus. Kannst also mit dem Schild abwehren und. Ich glaube, ich das auch noch holen sollen. Zack. Nicht, dass ich die Zeit dafür hätte, aber hat man ja nie. Ne? Also es lohnt sich. Es ist auf jeden Fall klein und fein und man muss natürlich auch die kleinen Studios irgendwie unterstützen. Das finde ich immer super. Ja. Oh, jetzt hat er sich falsch umgedreht. Ey, an den muss es. Genau, so. Ah! Ich war zu übereifrig. Ja, immerhin sagt sogar der Erzähler wieder dazu etwas. Ja, der sagt halt überall was zu. Poink, poink. Ach, das war zu langsam. Wieder zu langsam. War auch cool irgendwie, dass man unten drunter noch diese Karte sieht. Ja, ja, ja. Und wirklich diesen zerstörten Gegner. Jetzt glaube ich kann ich, genau, jetzt. Halt, nee, das wollte ich nicht. Das kann ich jetzt machen. Na, Rundumstoß. Genau, jetzt habe ich mein Special und jetzt, wenn ich umringt werde. So. Hm. Ja. Oh nein, ich blamier mich so. Ach Quatsch. Es ist auch so, dass jetzt sind wir natürlich im Intro mehr oder weniger. Nachher kommt es dazu, dass du eine Bastion hast, darum geht es ja in erster Linie. Und dass du diese dann auch ausarbeiten kannst. Also du hast so dein Zuhause, wo du dann Sachen bauen kannst mit den kleinen Kristallen, die du sammelst. Also eine eigene Insel, mehr oder weniger. Genau, und du kannst dann halt diese Sachen wie hier dieses Waffenlager und ich glaube hier die Distillerie hier, Distille, kannst du bauen in deiner Bastion. Ah, okay. Und das gibt dir halt hier zum Beispiel Bonus-Sachen, hier kritische Treffer, maximale Gesundheit, absorbiert lose Fragmente, also das kannst du dir dann aussuchen. Hm. Ich mach mal maximale Gesundheit, weil ich so oft gestorben bin. Peinlich. Ja, das bringt dir nichts, wenn du da runterfällst. Ja, gut, das stimmt, aber. Ja. Genau. Und hier, wenn du dann nachher ganz viele Waffen hast, kannst du dir aussuchen, was du davon benutzt. Hm. Ich mag meine Machete, die ich noch nicht habe. Und also den Bogen finde ich auch ziemlich klasse. Und hier kannst du dann deine Specials auch aussuchen: Tanzender Schuss, Wirbelwind. Manche kannst du natürlich nur machen, wenn du die. Die Waffen trägst. Also hier zum Beispiel, wenn du keinen Bogen bei dir hast, kannst du natürlich den tanzenden Schuss nicht machen. Mhm. Ne? So, aber mal gucken. Ich glaube, man hat mehr oder weniger schon eine Idee davon gekriegt, wie es hier ist. Ich glaube, bis zur Bastion komme ich heute nicht mehr. Aber ich glaube, vielleicht spiele ich nachher weiter. Also wer Bock hat, kann vielleicht nachher noch ein bisschen. Ich mach mal Schluss jetzt. So, zurück zum Hauptmenü. Auf den ersten Einblick reicht es ja auf jeden Fall. So. Es speichert automatisch, das heißt, ich kann nachher dann einfach wieder da anfangen, wo ich war. Oh, prima. Ja, dann machen wir mal. Haben wir nichts zu tun nach Sendungsschluss. Ja, also das war jetzt Bastion. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Mir persönlich, also es ist einer meiner, wie sagt man, nicht All-Time-Favorites, aber man kann es halt zwischendurch einfach mal wieder anmachen und ein bisschen spielen. Und das ist so locker, kann man mal eben machen. So. Und das, ich finde es halt vor allem süß. Und dieser zeichnerische Stil ist besonders schön, finde ich. Ja, also. Ich weiß ja auch nicht, wie es für andere ist, aber auch für mich jetzt als Zeichner ist ja auch schon auf jeden Fall ansprechend. Ja, okay. Ja, dann, das war's erstmal von dir, ne? Bin wieder weg. Wir sehen, aber ganz am Ende sehen wir dich wieder, ne? Genau. Okay, gleich danke, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal. Ja! Also gleich. Super, so, und wir sind natürlich jetzt endlich beim Thema der Woche. Ja, Thema der Woche ist natürlich Martial Arts, Kampfkunst und Schwerter und Action. Und da gibt es natürlich auch bei, ja, in Anime und Manga die moderne Versionen. Da können wir uns natürlich auch einiges anschauen. Ich bin so der, ich wollte doch der, und zu der Lasche, der geht um ein.
Ja, also das war natürlich ein Zusammenschnitt der zwei Hitserien auf MyVideo, und zwar Naruto und Samurai Girls. Und naja, das ist jetzt natürlich die moderne Version sozusagen. Wir haben jetzt als ganz starken Kontrast natürlich Gäste, die mit Samurai zu tun haben. Dazu haben einige von euch schon auf Facebook Fragen gestellt. Fragt ruhig weiter, also wir gucken mal, was wir alles mit reinpacken können. Aber ich gucke jetzt mal, ob unsere Herren schon da sind. Und zwar haben wir als erstes eine Demonstration, da freue ich mich schon ganz. So, ich stelle mich mal hier hin. Hört richtig das Schwert durch die Luft schneiden. Ich hoffe, ihr hört das auch. Eine sehen wir. So. Ja. Was jetzt alles mit Schwertern und Rüstungen zu tun hat, erzählen uns jetzt noch die weiteren Gäste. Und zwar sind hier die Samurai-Gruppe Takeda. So, wunderbar. Ja, ich stelle mich mal einfach dazwischen. Das sieht also wunderbar aus. Man hat so richtig das Schwert durch die Luft schneiden gehört. Ich weiß nicht, ob es bei euch ankam, ob ihr das hören konntet, aber das ist ganz schön spannend. Ich habe hier einige Fragen an euch alle. Und wir haben auch einige Fragen von Fans auf Facebook bekommen, aber fangen erstmal mit meinen Fragen an. Ja, erstmal, was hat es mit eurer Gruppe so auf sich? Also die Gruppe Takeda, worum geht's da? Was macht ihr so? Wir versuchen, die 24 Offiziere des Takeda Shingen darzustellen. Und zwar genau im Jahre 1548, weil da alle gelebt haben. Ah, okay. Also jeder von euch stellt also einen ganz bestimmten Offizier dar. Ja. Und also du bist dann? Ich bin Yamagata Masakage, einer der älteren Offiziere bei Takeda Shingen. Mhm. Und du bist? Ich bin Obata Masamori. Mhm. Und? Ich bin Itagaki Nobukata. Und ja. Bin einer seiner Lehrer und Trainer. Wunderbar. Also ja, das ist, ich bin noch ganz sprachlos, um ehrlich zu sein. Das sieht einfach wirklich beeindruckend aus. Also ich hoffe, ihr könnt auch die Details sehen. Also jedes kleine Detail hier ist wirklich handgemacht. Meine nächste Frage ist, wie kommt man eigentlich dazu, in Deutschland sowas nachzubauen und dann auch richtig, es ist ja nicht nur die Ausrüstung, sondern auch, wie sagt man, ja, da gehört ja mehr dazu als das, oder? Ja, die Gruppe ist durch den Kampfsport entstanden. Ja? Mhm. Und wir haben natürlich viele Dinge von unseren Lehrern übernommen, was so Akkuratesse und Disziplin und solche Dinge anbetrifft. Mhm. Und also du bist dann durch Kampfsport dazu gekommen? Ja, alle. Alle. Und du dann auch? Ich ebenfalls, durch meinen Sensei selber. Ah, okay, also das ist dann der Sensei, okay.
Wunderbar, also das ist sehr spannend. Da ist da schon eine kulturelle Nähe dann durch Kampfsport nach Japan hin, ne? Okay, super. Dann, was mich als Japanerin sehr interessiert, ich kriege natürlich immer wieder Vorurteile zu hören, also wenn man dann auf Conventions ist oder sonst was. Und ihr tretet natürlich auch öffentlich manchmal auf als so eine Gruppe mit Hairlager und so. Was sind so die verrücktesten Dinge, die Leute so fragen? Also dumme Fragen, die man kriegt oder falsche Vorstellungen des Samurai? Also wir werden natürlich immer nach Ninja gefragt. Ja, das ist natürlich für uns Wasser und Feuer. Und was noch schlimm ist, auch die Frage nach Geisha. Mm. Ja, weil die Leute völlig falsch verkehrtes Verstehen darunter. Ne? Die wissen natürlich gar nicht, was Geisha überhaupt noch sind. Ne? Ja, ja. Also gibt es da vielleicht auch persönliche Story, was war bei dir vielleicht mal, gab es da auch mal irgendwie dumme Fragen oder sowas? Oder Verwechslungen? Also Verwechslungen bisher noch nicht und dumme Fragen soweit eigentlich auch nicht. Da wir ja dann mit einem großen Hairlager dort auftreten, auch sehr viele Leute vorbeikommen, hört man schon viele Fragen. Aber dumme Fragen gibt es eigentlich nicht. Ne? Also man hilft natürlich dann auch mit der Information, dann sagt man es dann sind die natürlich nicht mehr dumm. Alles klar. Ja, natürlich möchte ich auch wissen, wie lange arbeitet man denn jetzt an einer Rüstung zum Beispiel? Also die sehen unheimlich aufwendig aus. Also an einer normalen Rüstung arbeitet man circa 2 Jahre, wenn man technisch so 3 Stunden daran bastelt. Das ist eine Menge Zeit. Ja, wir stellen ja alles selber her. Ja. Wir kaufen ja nichts. Die sind, die sind auch maßgeschneidert. Auf unsere Körpergrößen gebaut. Genau. Also die japanischen Rüstungen sind ja auch dann viel zu klein. Das muss dann so gemacht werden, ne? Genau, das ist also dann den europäischen Maßen dann etwas angepasst. Ja, ja. Und möglichst dann immer noch an der Korrektheit der ganzen. Ja, also die Körpergröße verstehe. Ich bin natürlich die Standard-Japaner-Größe und hier, das ist dann im Vergleich. Ja, ich habe noch eine Frage. Wie sieht es eigentlich aus mit Frauen? Ich bin nämlich sehr begeistert von solchen Sachen. Kann man als Frau denn eigentlich auch eine Rolle bei euch dann irgendwie? Gibt es da überhaupt Rollen? Ja, das geht. Der Takeda Shingen hatte eine größere Gruppe von Frauen in seinen Heerabteilungen. Und zwar haben die mit einer Naginata gekämpft, mit einer Sichellanze. Ja. Die waren sehr gefürchtet, diese Mädels. Tja, das würde ich gerne auch mal machen irgendwann. Okay, ich habe noch ein paar, also der Chris vorhin hat mir ein paar Sachen in die Hand gedrückt. Und zwar fragt, Chris Feldmann möchte wissen, zu welchen Anlässen außerhalb von Schlachten wurde ein Yoroi, also eine Rüstung, getragen? Bei Festivals oder größeren Angelegenheiten, wo sie, ja, wir würden sagen, ein bisschen angeben wollten. Okay, also das hat es damals auch schon gegeben. Okay, dann habe ich, das ist ein komplizierter Name. Cao Hua Shueng fragt, würdet ihr als richtiges Samurai in der Edo-Zeit leben wollen? Vielleicht mal hier. Ja, ich würde schon auf einige angenehme Sachen des normalen alltäglichen Lebens heute nicht verzichten wollen. Gerade Internet ist heutzutage sehr, sehr angenehm. Wenn man damals einen Brief schicken wollte, dann hatte das etwas andere Dimensionen. Das ist wohl wahr. Okay, dann haben wir noch, Oskar Krause fragt, habt ihr durch euer Interesse an Samurai bestimmte Traditionen und Werte bzw. Rituale in euren Alltag übernommen? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Höchstens beim Training nur. Beim Training. Und wie sieht's hier aus? Ja, man kann schon durch den Sport, den wir alle betreiben, auch ein bisschen was ins normale Leben rüber transportieren. Zum Beispiel in gewissen extremen Situationen ein bisschen ruhiger reagieren und nicht gleich aus der Haut fahren. Okay. So was lernt man da schon. Ne? Ja. Und bei dir? Bei mir ist es eigentlich eher so die Sportlichkeit und die körperliche Haltung letztendlich, weil die auch sehr groß geschrieben wird, dass man gerade steht und dass man stabil steht. Man häuft heutzutage auch sehr lässig durch die Gegend. Aber das kann man so mit der Zeit auch ein bisschen raustrainieren, indem man das einfach mit in den Alltag übernimmt. Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das so Haltungs... Wäre was für mich. Ich sitze immer jeden Tag so mit einem Buckel am Zeichentisch. Das ist natürlich nicht so gut. So, dann haben wir noch Luciana Janella möchte wissen, was sind typische Waffen außer des Schwertes und gibt es verschiedene Schwertkampfstile? Wen frage ich am besten? Hier, oder? Schwertkampfstile gibt es heute noch. Wir selbst trainieren auch 4 verschiedene Schulen. Okay. Ja. Und es gibt auch noch heute sehr alte Schwertschulen, auch heute noch in Japan. Zum Beispiel. Wenn auch in Europa
oder weltweit auch trainiert. Okay. Ja. Waffen haben wir vorhin schon gesagt, Naginata vielleicht? Es gibt diese Sichellanze, Naginata, die haben auch später auch Männer benutzt. Mhm. Am Anfang war es eine Frauenwaffe. Dann Yari, das ist ein Speer, mit dem man nur stoßen kann. Mhm. Dann Katana, also das Schwert, oder Tachi. Und Wakizashi, dieses Kurzschwert, oder Tanto. Zu unserer Zeit, die wir darstellen, war das Wakizashi noch nicht bekannt. Und dann kommt natürlich dazu der Bogen, ja, der ganz wichtig war für die Samurai. Ja, okay. Hm? Ja, das sind einiges an Waffen. Also, langweilig wurde es nicht. So, dann, ich habe sogar noch, wir haben noch zwei Stück. Saskia Mei. Sorry, wenn es falsch ist. Welche Bedeutung haben die verschiedenen Helme und wie gut schützt die Rüstung vor Verletzungen? So, vielleicht, also, ja. Die Helme haben keine besondere Bedeutung. Das Einzige, was an den Helmen wichtig ist, ist vorne diese Maidate, dieses Feldzeichen. Ja, daran kann man erkennen, wer da drin steckt. Ah. Nicht? Ja. Und Pfeile und sowas hielt die Rüstung schon ab. Nur als 1543 die ersten Gewehre nach Japan kamen, dann wurde es kritisch. Mhm. Ja. Mhm. Das haben die ersten Rüstungen nicht ausgehalten. Mhm. Also ging es eigentlich bei so Rüstungen dann eher um Bewegungsfreiheit, oder? Genau, man ist da also sehr beweglich drin. Man sieht das auch gerade an den Armgelenken und an den Schultern oder an den Beinen, dass das alles nur aufgehangen ist, damit man eben noch immer laufen und aufstehen und reiten konnte, ohne ständig irgendwo erstmal aufs Pferd gehievt zu werden. Ja, ja, okay. Also das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Dann sagt Lucien Janella nochmal, hat sich der Samurai den Herrn ausgesucht oder umgekehrt? Das kam sowohl das eine wie das andere kam vor. Also meistens war es so, dass sie sich vorgestellt haben bei einem Daimyo, bei einem Fürsten und haben darum gebeten, in seinen Gruppen mitkämpfen und tätig sein zu können. Nicht? Und wenn die nun sehr berühmt waren, dann kann es auch vor, dass der Fürst dann jemand beauftragt hat, die Leute zu holen und fragen, ob sie bei ihm arbeiten wollten. Naja, also super. Okay, das war es auch schon an Fragen von Facebook. Ich verabschiede mich mal ganz traditionell. Ich mache einmal kurz hier rüber. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das war also sehr interessant. Und ganz lieben Dank. Ja, das ist also super spannend. Ich weiß nicht, ich bin ein Riesenfan von solchen Sachen. Ich muss mich jetzt beruhigen. So, da sind wir jetzt bei unserer nächsten Rubrik. Die nennt sich nun Mickey Go. So, jeder, der dabei war letztes Mal, weiß natürlich, was jetzt kommt. Ich habe da auf einer Glasplatte gezeichnet und ihr durftet erraten, was es war. Die Mangas wurden jetzt schon weggeräumt, aber ihr könnt jetzt einer der drei Titel gewinnen, die wir rezensiert haben. Das heißt, Billy Bat, Made in Love oder Samurai Drive. Einen davon dürft ihr euch aussuchen, wenn ihr erratet, was ich jetzt zeichne. Also wie immer auf Facebook gucken und ratet drauf los, während ich zeichne. Lass uns mal gucken. Hier, ich mache jetzt mal hier mein Tablet auf. Ups, Quatsch. Mein Tablet mache ich nicht auf, sondern mein Programm mache ich auf. Mal gucken. So. Aha, so. Erstmal ein bisschen anpassen hier. Aha. Ah, ich bin zu weit reingezoomt, so jetzt. So. Also es geht wirklich darum, dass der Erste, der es postet, der es richtig postet, wen ich hier zeichne, diesen Preis gewinnen kann. Also fleißig raten. Ihr dürft auch einfach wild drauf losraten, wenn ihr Bock habt. Zählen tut natürlich der Erste. Und ich nehme mir ein bisschen Zeit, denn sonst ist das so gehetzt. Es muss ja auch ordentlich aussehen, ne? Noch kann man nicht viel erkennen. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Ja. So.
So, das gefällt mir schon viel besser als die Plexiglasplatte letztes Mal. Das war ja ziemlich schwierig, da was Ordentliches hinzuzaubern. So. Aha, aha. Jetzt sieht es schon nach etwas aus. Jetzt ist noch ein bisschen schwierig, das ist jetzt natürlich nicht besonders erkennbar, könnte jeder sein. Vielleicht kann man jetzt schon ein bisschen besser sehen. So, jetzt aber. Spätestens jetzt. Man sagt mir, es gibt einen Gewinner, aber ich zeichne mal einfach zu Ende. So. Zack, rucki zuck. So. Ich werde gleich nochmal gesagt bekommen, wer der Gewinner war. Das ist natürlich halt ein bisschen schwierig beim Zeichnen. Ja. Ja, jetzt weiß jeder, wer es ist, glaube ich. Okay. Mir wird jetzt gerade gesagt, jetzt muss ich das langsam wiederholen. Sivihartfilia hat richtig geraten, darf sich einen Manga aussuchen. Gratulation! Und natürlich ist das Naruto. Herzlichen Glückwunsch! Sivi, bitte schick uns eine PN auf Facebook. Moment, ja. Vivi, sorry, ich habe es ganz versprochen, ich höre es nur im Ohr. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Sivihartfilia, so heißt sie, ne? Richtig? Diesmal richtig. So, sorry, dein Name total. Ich habe ja vorher schon einen Post von dir gesehen. So, du darfst dir also einen dieser drei Titel aussuchen. Schreib uns eine PN, welchen du gerne hättest, und wir schicken es dir zu. Ja, danke fürs Mitmachen. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, was. Ja, Cosplay. Cosplay steht noch an. Ihr habt heute hoffentlich ganz fleißig geliked bis zum Umfallen. Ich gucke mir jetzt mal die Seite an. Wie der Stand der Dinge ist. Cosplay-Wettbewerb Märchen. Zack. Gucken wir uns mal an. Aha, ich sehe schon, wir haben einen klaren Gewinner. Und zwar hat die Yvonne als Jin von 1001 Nacht gewonnen mit, wow, 96 Likes. Gratulation, du hast ein 3-Tages-Ticket zur Animagic 2013 gewonnen. Super. Ja, also das sieht ja auch mega klasse aus. Das hast du dir verdient. Ich hoffe, du hast Spaß auf der Animagic, und ich möchte natürlich nochmal alle Beteiligten auf die Bühne bitten, damit wir uns... Genau. Danke nochmal, das war also wunderbar. Ich glaube, ich stelle mich hier... Chris auch, genau. Komm mal dazu. So, du hast noch... Eine Information für alle Zuschauer? Genau, bevor die Vorschau für nächste Woche oder übernächste Woche kommt, nur kurz die nächsten zwei Conventions, unsere Empfehlungen für nächsten Monat. Unter anderem ist es die China Matsuri in Hamburg, das japanische Mädchenfest am 3. März, und die Leipziger Buchmesse natürlich in Leipzig vom 14. bis zum 17. März. Und unter anderem werden auch da der Bleach-Zeichner und der Soul-Eater-Zeichner zu Gast sein. Genau, also bloß nicht verpassen, wer hingeht, ich freue mich auch drauf. In Leipzig werde ich nämlich auch sein. Und für die nächste Sendung werden wir natürlich kontrastmäßig ein bisschen mehr Romance und so haben. Also schaltet auch nächstes Mal ein bei JMAC. Wir sehen uns. Ja.